So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich versuche heute alle Autos zu waschen, so viel wie möglich, weil die für den 21.05., es wird schon wahrscheinlich vorbei sein, wenn wir da sind oder wenn dieses Video läuft, aber ich fange jetzt mal an, guck mal, wie die ausschauen. Schaut mal, wie die Dinger alle ausschauen. Ja gut, standen jetzt auch lange draußen. Hier. Alle sehen so aus. Und alles, was drin steht, natürlich auch. Der Touareg genauso dreckig. Aber jetzt fange ich mal mit dem M5 hier an. Und dann gehe ich nach und nach mal durch. Wird ein Spaß. So. Erstes Auto sauber, laufe ich auch einmal rundherum. Ja, wenn er sauber ist, ist schon schön. Oh, Felgen soll mal ein bisschen machen. Ja. Aber schön sauber. So, nächstes Auto. Bevor ich jetzt die ganzen alten hier raushole, mache ich zuerst mal ein paar von draußen, von den neuen. Sogar die Japaner müssen gewaschen werden. Also die Autos. So, nächstes Auto, Maserati. Den kennt man sogar kaum, wie dreckig der ist. Wegen der Sonne. Ja. So, ab geht's zum Waschen. So, Maserati ist auch soweit sauber. Ja, ja, sauber. Also da bin ich in der Waschanlage durch und ist nicht 100%, aber sauberer als vorher. Oh, ich feiere das Ding gerade jeden Tag mehr. Steht halt schon gut da, ne? Ein paar Autos, wo nicht fahrbereit sind, die kann ich natürlich nicht waschen. Die kommen auch hinten in die Halle. Aber den Rest waschen wir. Was möglich ist. So, jetzt ist der 124er dran. Handwäsche. Ich glaube, wir müssen alle hier vor Ort Handwäsche machen. Ich bringe da nichts zur Waschanlage rüber, das frisst so viel Zeit, wir machen das jetzt alles hier. Wir haben versucht auf die Schnelle so dieses Schaumzeug zu besorgen. Und da haben wir hier was von Würth gekauft, das hat wiederum auf den Kercher nicht drauf gepasst. Jetzt haben wir gesagt, scheißegal, jetzt waschen wir es hier von Hand, ohne Schaumbad. Und gut ist. So, 124 ist fertig, kommt nächstes Auto. So, der RS6 ist dran. So, RS6 ist fertig, bloß nach längerem Hingucken, wie viele Steinschläge der hat. Ne? Hier, 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 hier. Und mein Carbonteil fehlt. Seit das mit dem scheiß Kotflügel ist, der war ja krumm irgendwann mal. Dann brauche ich einen neuen Kotflügel jetzt. Ja, wie gesagt. Yasin, freue dich mal wieder auf nichts Altes. So, der ist soweit gut. Was machen wir als nächstes? M3. M3? Also, M3. So, nächstes Auto, unser M3 CS. Ich bin echt am überlegen, ob wir den verkaufen sollen oder nicht. Ja, mein Gott, guck mal, was da hängt. Junge, gut, der stand jetzt auch draußen. Aber auch wieder übel Zustand. Felge muss ich auf jeden Fall noch hier wieder schön machen. Scheiße. Der Arme. Also, los geht's. So, der E30 Turbo, der wurde jetzt zuerst mal nur staubfrei gemacht, weil der geht jetzt auch weg. Der wird wieder abgeholt. Da machen wir jetzt nichts dran. Der ist ladebereit. Also holen wir die nächsten Autos. Weil wir stellen auch gleichzeitig viel um, ist ganz gut für uns, weil die Schlachtfahrzeuge, was da draußen sind, die kommen jetzt in die Halle. Blöd, aber da sieht es nicht mehr so böse aus da draußen. Dann haben wir die Schlachtfahrzeuge immer hier drin, muss man nicht immer auf dem Hof alles wegschrauben. Der Lancia, der braucht noch eine Weile, bis wir damit anfangen. Wie gesagt, da sind wir noch viel an Teile gucken und so weiter. Aber den machen wir jetzt auch mal sauber. Und dann geht's weiter. So. Lancia ist sauber. So, jetzt machen wir den. Und den wollen wir auch verkaufen. Erste Hand.
TÜV hat er neu und Haarzulassung hat er auch schon. Nur noch minimal ein, zwei Sachen. Wo war das? Auf der rechten Seite, gell? Nee, hier. Dieser kleine Ansatz hier, Rostansatz. Und hier. Ansonsten ist der tippitoppi. Nur die Sitze, die sind halt hier dieses grüne, grünlich bisschen, da ist ein bisschen abgesessen und ja, hier hinten ist grün. Ja, und die Sitze, wie gesagt, reißt doch da genau hier was. Also der ist zu verkaufen, weil ist mir zu schade zum Umbauen, ehrlich gesagt. Ist ein gutes Basisfahrzeug. Vielleicht hätte ich noch Federn und Felgen wirklich reingemacht und dann erst verkauft. Mal schauen, wenn es Interessenten gibt, dann gebe ich ihn so her. Ansonsten machen wir Kleinigkeiten draus. So, jetzt wird der gewaschen. Mercedes, fertig. So, jetzt noch ein bisschen abtrocknen. Und dann stellen wir den da hinten dazu, weil wir ein paar Schlachter jetzt reintun. So, jetzt tun wir auch mal ein paar schöne Autos waschen. Der ist ja auch schön, aber ihr wisst schon. So, bei dem lohnt sich jetzt noch nicht zu waschen. Da kommt der Lack eh runter. Zeig deine Künste. Beste Basisauto. So, der RS6 hier wird jetzt auch gewaschen. Ja. Sollte gewaschen werden. So. Schön sauber geworden. Es werden halt jetzt ein paar Autos, wie gesagt, die neueren, was heißt die neueren? Ja, die hier, wenn die alle sauber sind, die stehen dann drin für den Tag morgen. Und alles, was Großprojekte sind, wie der 124er, der Golf 2 und so, die oder die, der M3 und so, die stehen dann morgen alle draußen. Und wir werden hier auch einen Weg hier geradeaus frei machen, weil TÜV ja auch da ist. Oder das, wenn das Video kommt, ist schon vorbei, dass die Leute dann hier reinfahren. Für den TÜV zum Zeigen. So, jetzt hat es die ganze Zeit geregnet. Wir haben Verstärkung bekommen, der Atacan ist da. Japan X-Man. Und gleich schon die passenden Schuhe direkt zum Auto putzen. Denn ihr sagt, habt ihr auch schon lange nicht mehr gesehen. Und da ist alles ein bisschen dreckig hier. Gut. Jetzt scheint die Sonne wieder. Gerade vorhin hat es nämlich heftig geregnet. Da waren ein paar Autos mal umsonst gewaschen. Zum Beispiel Maserati. RS6. M3, da müssen wir jetzt nochmal drüber, aber schnell drüber, weil wir müssen noch ein bisschen was waschen. Jetzt Atacan, was ist denn los? Wie, was ist los? Ja, Batterie ist alle, wie immer bei dir. Bei mir geht alles schneller. Okay, Batterie sind immer tot bei dir. Batterie sind immer tot, das stimmt eigentlich. Hast du nicht Mutlo-Batterien? Nee, Mutlo-Batterien. Mutlo wollte mir nicht keinen Rabatt geben. Deswegen gesagt, du kannst bei mir auf dem Shop gucken, da kannst du bestellen, hätte sie zu mir gesagt. Kriegst du bestimmt aber gut. Das ist ein geiles Auto, hä? Aber. Und das sind die Herren, die hierher gekommen sind, um morgen das geile Essen vorzubereiten. Richtig. Du nicht, das weiß ich, deswegen bist du heute draußen. Hab S8 waschen. Das ist so ein geiles Ding. Fast zu schade, dass er nur rumsteht, ne? Richtig schönes Ding. Einfach nur. Zeit ist auch mit den Felgen. Ich wüsste nicht einmal, ob ich die Felgen mal runter mache. Vielleicht auch irgendwann. Irgendwann mal. Wenn noch andere schöne Retro-Felgen kommen. So. Wir nehmen den weißen jetzt. Sprit. Sprit war leer. Alles auf 0 Kilometer hier. Reichweite. Sprit oder Batterie leer? Hier gleich. Das ist halt, wenn du versuchst, nicht alle Autos gleich zu tanken, ne? Geht doch! Warum geht der? Weil der aus Japan kommt. Genau deswegen. Oh, wir haben euch denn gar nicht den anderen gezeigt. Den sag ich euch. Kam aber noch kein Video dazu, da kommt noch ein Video dazu. Na, lecker! Das ist jetzt echt, ich brauche da nur noch diese Endrohre-Schriftzug weg, dann sieht er echt aus wie ein M5, gell? Die Felge steht echt gut drauf, aber, ach ja, wenn es dir mal irgendwie ein zweiteilig geben würde,
So, der weiße E55 ist auch nicht gerade das sauberste Auto. Der wird jetzt auch schön gewaschen. Ah, der sieht echt gut aus. Also irgendwie, die Fahrzeuge stehen zwar da, aber ich habe immer mehr Beziehung zu den Fahrzeugen. Den hätte ich auch schon zigmal verkaufen können. Aber du kriegst heute auch keine guten Autos. Die kriegst du schon, aber nicht für die Preise, wie ich sie damals aus Japan geholt habe. So, jetzt wasch mal den weißen und dann geht's weiter. So. Der ist ja weiß. Ah, der ist zu hoch. So, fertig, jetzt geht's mit unseren schwarzen Autos weiter, und zwar Golf 2. Golf 2. Ihr wartet ja noch auf ein Video von diesem Fahrzeug, da kommt noch was, aber ja. So, der 4er Golf ist zwar nicht so dreckig, aber sollte man auf jeden Fall auch einmal waschen. Und dann kommen natürlich auch diese Fahrzeuge dran. Den V12, den waschen wir nicht. Die müssen wir wieder waschen. Den E36, den roten, waschen wir auch nicht, weil das ist einfach sonst, weil da bleibt da auch eh an der Bühne stehen. Aber den RS4, der gehört nochmal gewaschen. Und dann zeige ich euch die. Oh, sorry. Das darf man nicht vergessen. Der nicht. Ja, genau. Wir haben sehr viel Glück heute bei Thema Autowäsche. Aber morgen soll es gut sein. Micha. Bitte? Zeitlang jetzt genug mit Autoputzen, gell? Boah, meine eigenen wasche ich bestimmt nie. Ich pfeife drauf. Katastrophe. So, nächstes Fahrzeug, 190er. Wir wissen nicht, wann wir denn zuletzt gewaschen haben. Hat es auf jeden Fall bitter nötig. Ja. Okay. Ja, dreckig ist er nicht, der ist halt komplett eingestaubt. Ne? Fahren wir jetzt raus und dann machen wir den jetzt fertig. Ist so schön anzusehen. Natürlich nicht wegen dem Dreck, meine ich jetzt, sondern einfach allgemein. Das Ding nicht zeitlos. Ich will jetzt nicht sagen, alle Autos sind meine Schätze, aber das sind halt Autos, wo du einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegst. Vor allem, wenn du ihn mal wieder bewegst und mal hörst, ne, und der jetzt da draußen steht mit diesen Backen und mal ein bisschen Pflege bekommt. Der 190er ist sauber. HLS ist noch nicht verbunden, ist klar. Ein, zwei Sachen sind da noch. Jetzt wird auch der Berufsschullehrer wird auch kommen und ich würde auch mal vielleicht ein SLK mit reinnehmen, wenn er kommt. Das zieht er natürlich erst hinterher, aber ich werde ihn am Eingang schon empfangen. Und dann könnt ihr mal sein SLK auf Schalter umbauen mit meinem G-Motor. Der wird nämlich auch noch mal drunter gucken. Der Golf ist definitiv fertig. Ah, der braucht auch noch ein bisschen Liebe eigentlich, ne? Ja. Da drin wird auf jeden Fall noch gekocht. Was gekocht wurde, habt ihr schon gesehen. Und ich verabschiede mich. Wir haben jetzt soweit alle nötigsten Fahrzeuge jetzt gewaschen, dass die da einigermaßen gut draußen stehen. Gebe ich euch noch einen kleinen AMK beim RS4 waschen.